Hellas und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Beef Buddy. Heute geht es Richtung Süden und zwar fliegen wir nach Griechenland und machen uns ein Gyros auf unserem Drehspieß. Für unseren Gyros brauchen wir eine Marinade. Die machen wir heute, damit das Fleisch schön einziehen kann. Morgen geht das Ganze dann auf den Grill. Für die Marinade brauchen wir ein paar Gewürze. Ungefähr 1,5 Esslöffel Knoblauchpulver. Dann brauchen wir ungefähr einen Teelöffel Salz, unser Zwiebelpulver, ja, brauchen ungefähr 3 Esslöffel Paprika, 1,5 Löffel Pfeffer, das Thymian ist noch zu. Dann brauchen wir 1,5 Teelöffel Rosmarin gekerbelt, unser Senfmehl. Auch ungefähr 1,5. Dann brauche ich Thymian, ebenfalls gekerbelt. Davon auch nochmal einen schönen Schuss davon rein. Das Ganze wird jetzt verrührt. Wir haben hier ungefähr 2 Kilo Schweinenacken von unserem Metzger schön in kleine Stücke geschnitten. Für unsere Gyros-Marinade benötigen wir Joghurt. Unseren Joghurt packen wir jetzt erstmal hier rein. Ungefähr 3/4. Dort hinzu geben wir dann unsere Zwiebeln. Quetschen wir nun unseren Knoblauch dort hinein. So, unser Knoblauch ist drin, jetzt kommt unser Öl hinzu und circa 3,5 Löffel von unserem Rub. So, in dieser Marinade kommen jetzt unsere schön dünn geschnittenen Nackensteaks quasi rein. Und werden hier mit ein bisschen eingerieben. So, das Ganze müssen wir jetzt einmal einvakuumieren. Wie vakuumieren funktioniert, das sieht soweit jeder. Ich brauche jetzt mal eine helfende Hand und deswegen sehen wir uns dann gleich mit den vakuumierten Beuteln wieder. Jetzt haben wir hier unser fertig verpacktes Gyros. Und so wie das ist, geht es jetzt über Nacht in den Kühlschrank, dass es morgen gegen 17 Uhr auf den Grill kommt. Also knapp 20 Stunden. Das haben wir gestern mariniert und eingelegt. Das packen wir jetzt als erstes mal aus der Tüte raus in eine extra Schüssel. Das, also, riecht fantastisch. Fangen wir an. Wie gesagt, ich habe mir meine Stücke vom Metzger schön dünn zuschneiden lassen, weil wir die Stücke jetzt einmal falten und dann auf den Spieß spießen. Am besten immer ein bisschen versetzt draufsetzen, damit man immer eine etwas dickere und etwas dünnere Fleischchen. So, kommen wir zum letzten Stück. Jetzt spießen wir unser letztes Stück schön auf. Wie ihr seht, es ist eine richtige Sauerei, deswegen ist es immer ratsam, sich genug Zeber bereit zu halten. Uiuiuiui. Hey, da haben wir jetzt immer nur Glück gehabt. So. Das dient dafür, dass die Endstücke auch nicht zu trocken werden und einfach schön ein bisschen der Zwiebelsaft sich mit in dem Fleisch verbreitet. Hier haben wir nun unseren wunderschönen Gyros-Spieß. Mit dem gehen wir jetzt raus an den Grill
So, unser Grill ist jetzt schön vorgeheizt auf 220 Grad. Wir packen jetzt unseren Gyros drauf, und zwar indirekt. Das heißt, ich habe jetzt nur den linken und den rechten Brenner an. Dann hängen wir den Spieß, hängen wir dann ein und dann schauen wir mal, was das gibt. So. Die Schale mit hier drauf. Wie ihr jetzt seht, dreht sich der Spieß schön gleichmäßig und wird so von allen Seiten schön gebräunt. Jetzt heißt es abwarten, bis er fertig ist. Das Gyros ist soweit ganz gut schon. Wir schneiden jetzt mal die erste Lage von ab. Und zwar habe ich hier vorbereitet, wir machen so Pita-Brote, die wir hier auf unserem Kontaktgrill erstmal toasten. So, in der Zeit holen wir die Schale raus, stellen die andere drunter und schneiden dann damit, dass das dann da reinfällt, unser Fleisch, schneiden wir das dann ab. Einmal raus. Und die einmal drunter. Das muss reichen. Dann schauen wir einmal nach unserem Pita-Brot. Ha, heiß. Die Tasche können wir hier schön öffnen. Jetzt machen wir hier unseren selbstgemachten Tzatziki rein. Den gibt es irgendwann mal in einem anderen Video. Da kommt etwas von unserem Fleisch rein. Obendrauf noch eine Ladung Krautsalat. Zwiebeln haben wir übrigens genug in dem Fleisch gehabt. Deswegen machen wir jetzt keine mehr. Hier noch oben drauf. Fertig ist unsere Gyros Pita Tasche. Wirklich fantastischer Geschmack. Das selbstgemachte Tzatziki mit dem selbstgemachten Gyros ist eine wunderbare Harmonie der Geschmäcker. Ich kann es euch empfehlen. Es ist was mehr Arbeit durch das Einlegen, durch das Backen des Spießes. Drauf war es jetzt ungefähr 2 Stunden. Jetzt dreht er quasi weiter und knuspert wieder erneut das Fleisch an. Ihr solltet es unbedingt nachmachen. Lasst es mich wissen, ob es bei euch geklappt hat. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt es mir in die Kommentare. Lasst mir ein Like da und es würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um regelmäßig neueste Videos zu bekommen. Ja, jetzt in dem Sinne bleibt nur noch zu sagen, Kalispera, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Euer Beef Buddy René.